Ach ja, ach ja. Als Thema wurde übrigens, es werden ja jetzt immer so tiefgründigere Themen vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Und da wurde vorgeschlagen übrigens, Leben nach dem Tod. Und da habe ich mal irgendwie so überlegt, es gibt ja das biblische Grundprinzip, wenn man hier irgendwie sündenfrei, bla bla bla, das ist ja, beim Buddhismus ist es ja fast ein bisschen ähnlich. Wenn man Gutes tut, tralala, laut der Bibel kommt man natürlich in den Himmel. Wenn man böse ist, kommt man in die Hölle. Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, früher habe ich mich das mal gefragt, als ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall nicht so alt wie heute, da war ich ein paar Tage jünger. Und da habe ich mich immer gefragt, was ist denn, wenn das hier schon das Leben nach dem Tode ist? Und wenn das hier quasi, sagen wir mal, das hier ist die Hölle. Ne? Oder so wie wir sie kennen, weil Adam und Eva laut der Bibel, pipapo, wurden ja aus dem Paradies vertrieben natürlich. Und dann wird einem das Paradies versprochen, wenn man das und das macht, wenn man fromm und gläubig ist, bla bla bla, pipapo. Und ist ja gut, das ist meine eigene Theorie. Keine Ahnung, dass der von oben oder der von unten war. Irgendjemand macht da wieder Stunk, wenn ich hier meine eigenen Theorien offenbare. Nein, dann habe ich früher mal gedacht, was ist denn, wenn man eigentlich schon mal gelebt hat? Und das hier ist jetzt das Leben nach dem Tode. Und je nachdem, früher habe ich halt gedacht, das ist dann, das hier ist vielleicht schon die Hölle. Die Hölle ist das hier alles. Tja, es fällt einem nicht immer leicht, die Dinge positiv zu sehen. Ist ja manchmal auch so, dass man nicht so gut drauf ist. Manchmal hat man so seine nachdenkliche Zeit, manchmal hat man so seine traurige Zeit, seine ängstliche Zeit, seine deprimierte Zeit, seine wütende Zeit und so weiter und so fort. Ist halt alles so. Gerade als Teenager ist man sehr oft sehr wütend über irgendwelche Dinge, die eigentlich ganz anders sind, die dann vielleicht einem selber nicht so klar sind. Gerade gegenüber der Eltern, da ist man sehr schnell auf 180, obwohl man es ja eigentlich gar nicht immer so meint. Und dann hat man aber diesen komischen Stolz dabei, dass man sowas nicht zugeben kann, weil man ja so hart ist und unerbittlich und man ist ja so furchtbar erwachsen und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, so gemessen am Leben, ne? Angenommen, der Mensch lebt so, sagen wir mal, 80, 90 Jahre, ne? Sagen wir mal so. Das ist einfach so, sagen wir mal. Und davon bist du. Sagen wir mal, du bist. Ja, bis 20 bist du ja Teenager. Du bist Kind und Teenager. Bis 20. Das heißt, du hast dann noch 60, 70 Jahre vor dir als Erwachsener. Wieso hat man es dann in der Jugend so furchtbar eilig, erwachsen zu werden? Das ist man auch lange genug im Leben, ganz ehrlich. Genießt doch lieber die Zeit. Versucht nicht furchtbar schnell erwachsen zu werden. Gönnt euch doch mal ein bisschen. Wobei das ja vielleicht auch viel durch die Umstände ist, dass Jugendliche heute immer früher erwachsener sein müssen. Vielleicht noch ein bisschen mehr als zu unserer Zeit damals. Wir konnten ja in den 80ern, sag ich mal, unsere Jugend noch ein bisschen mehr genießen. Unsere Serien waren auch besser. Nein, ich gucke heute auch gern Serien, aber ganz ehrlich, Knight Rider und Street Hawk und Parker Lewis und was hat man noch alles? Die ganzen Filme hat man noch und die Spezialisten unterwegs und die Zeichentrickfilme Braveheart und natürlich, wie heißen nochmal die Star Sheriffs? Wir waren schon gut unterwegs, muss man einfach sagen. Naja, auf jeden Fall, heutzutage wird man ja immer mehr dazu gedrängt. Man hat zwar eine Kindheit, pipapo, aber selbst in der Kindheit wirst du schon dazu gedrängt, allein sowas wie Pokémon. Es gibt ja viele Leute, die mögen Pokémon, pipapo, aber das hat immer so einen bitteren Beigeschmack mit diesem, du musst sie alle haben, du musst immer der Beste sein. Dann ist es natürlich schön, wenn man Leute anspornt, der Beste zu sein, aber dann doch bitte so, dass man die anderen nicht als Verlierer dastehen lässt, sondern es geht ja eigentlich ums Dabeisein. Es geht ja nicht immer nur ums Gewinnen. Früher gab es dann auch Sprüche wie dabei sein ist alles, bla bla bla, und heute ist es, du musst der Beste sein, du musst siegen. Wenn man nicht siegt, ist man ein Verlierer. Du bist ein Verlierer, weil du nicht gesiegt hast. Was natürlich totaler Blödsinn ist. So. Kann auch sein, dass das Blödsinn ist, was ich hier erzähle. Ich muss zugeben, ich kenne mich bei Pokémon nicht so sehr aus. Ich habe das anfangs noch ein bisschen mitbekommen und dann später, als dann klar wurde, es wird immer mehr Pokémon geben. Und je mehr die Leute kaufen, desto mehr Pokémon wird es natürlich geben. Ganz ehrlich, wie schwer ist es, sich da ein paar Kreaturen auszudenken? Nehmen wir mal Stinkodex.
Oder die heißen ja irgendwie wie, weiß ich nicht, wie irgendwelche, so ähnlich wie Tierarten oder sowas. Skunkina ist dann das Stinkedex oder sonst irgendwas. Und dann gab's ja auch noch Digimon, das ja so ein mehr oder weniger so ein Abklatsch war. Wo die Viecher dann auch digisieren oder digitieren oder vegetieren oder Veggies werden oder ich weiß es nicht. Alles sehr merkwürdig. Und früher hatte man so, Alter, wenn ich so dran denke, bei He-Man und She-Ra, die Zeichentrickserien, Alter, war das cool. Und da gab's zum Schluss immer, dann ist der He-Man da rumgelatscht und hat dann so gesagt, hallo Kinder, in der heutigen Folge haben wir gelernt, dass Stehlen sich nicht lohnt. Ne? Oder halt so eine Moral hat man dann am Ende noch erfahren. Und heute ist es ganz oft so, die Moral ist einfach nur, der Stärkere gewinnt. Wer mehr aufs Maul hauen kann, der ist der Sieger. Faustrecht, lernst du ja auf dem Schulhof noch nicht genug. Ist ja klar, muss dann auch noch so lernen. Naja, aber generell hat sich da so für sehr viel getan in Richtung mehr so Action, mehr so... Ja, weg von diesem familiären Entertainment. Also da gibt es nicht mehr so viel wie früher, glaube ich. Kann natürlich sein, dass ich jetzt der alte Opa bin, der hier sitzt mit... damals war alles besser, da war alles aus Holz. Ist natürlich Blödsinn, damals war überhaupt nicht alles besser. Wir hatten Kohl, jetzt haben wir die Merkel. Ändert sich eigentlich nichts. Zwischendurch hatten wir den Schröder, der einfach mal... Weiß ich nicht. Der Schröder hat eigentlich... Das war eigentlich so ein Kneipenpatriot, ne? Hatte ich so mal so ein bisschen das Gefühl. Dann haben sich alle aufgeregt, dass er zu Gazprom ist. Aber ganz ehrlich, was hättest du denn selber gemacht? Eigentlich hat er alles richtig gemacht. Muss man ja mal so sagen. Auch wenn man da nicht unbedingt das Vorbild ist, aber ganz ehrlich, da kann er ja ab sofort auch drauf scheißen. Wiedergewählt wird er eh nicht. Inzwischen wahrscheinlich schon. Man weiß es nicht genau. So. Und jetzt beim lauter Labern haben wir die Zeit wieder ein bisschen vergessen und haben hier schon mal ein bisschen was zurechtgelegt. Redstone wollte ich holen, natürlich. Das war nicht so schlau. So. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Hier haben wir wieder Möhren. Kann ich da eventuell noch in der Höhe? Ich muss eigentlich gar nicht in die Tiefe. Ich könnte auch in die Höhe gehen. Ja, ich weiß doch, dass hier eine Höhle ist. So, eins. Wir haben vier Felder, ne? Eins, zwei, drei. Ach komm, das bisschen, das bauen wir uns da auch noch in die Tiefe. Was ich mal mache, ist vielleicht mal wieder ein paar Fackeln bauen. Huch! So, die Musik wird auch gleich wieder ein bisschen lauter jetzt. War gerade eben so schön ruhig und jetzt wieder la 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 la. Ach ja, naja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, früher war alles, heute muss alles mal ganz flotti-flotti gehen. Den Leuten kann es auch gar nicht mehr schnell genug gehen, das merkt man auch bei den Let's Plays. Man darf sich teilweise gar nicht mehr so richtig Zeit nehmen. Da gibt es echt einen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Zuschauern. Die Älteren nehmen sich gerne mal die Zeit und gucken sich dann und freuen sich, dass alles angeguckt wird und so weiter. Und den Jüngeren kann es gar nicht schnell genug gehen, da soll alles zusammengeschnitten werden. Bitte nur die Action-Szenen, bitte alles an Wegen raus, macht doch am besten alles offscreen, pipapo. Das ist, ich weiß nicht, warum man da so ungeduldig geworden ist. Und überhaupt, warum alles so ein bisschen... Moment, weiß ich nicht, so alles so ein bisschen... Kann vielleicht auch an mir liegen, aber ich habe das Gefühl, es ist alles so ein bisschen unpersönlicher geworden, alles so ein bisschen... weiter weg von einem selbst oder weiter weg vom Menschen oder so. Ich kann das gar nicht richtig erklären, was ich meine. Echt schwierig. Na, jedenfalls nehmen wir mal Weihnachten zum Beispiel. Da hat es früher immer, gab es dann das Wunder aus der 10. Straße oder wie das hieß und so weiter und so fort. Oder die Griswolds, die Weihnachten feiern, die habe ich auch geliebt. Und mit Onkel Eddie und seinem Wohnwagen, wo er die ganze Scheiße in den Gully kippt. Ach, das war schön. Naja, und heute gibt's dann eher so, wenn ich die Trailer sehe, blutige Weihnachten, Mord und Totschlag zu Weihnachten, Schweihnachten, Hai-Nun-Nachten
und all so ein Gedeppe, ich weiß nicht warum. Aber irgendwie, ich bin ja da mehr so ein bisschen, ich mag ja dieses Weihnachtliche, jetzt geht's ja auch wieder darauf zu. Ich mag so dieses traditionelle ein Weihnachten, ich brauch Spitzhacken. Also genauso wie bei den Let's Reads zum Beispiel, wenn ich dann Weihnachtsgeschichten vorlese, einfach mal so. Das sind so Sachen, ach cool, es wächst. Das sind so Sachen, die mag ich einfach, weil das ist so in Vergessenheit geraten, irgendwie diese Kunst dabei, finde ich. Warte, mach ich mal Folgendes. Ich mache jetzt mal einen Trick. Haha. Scheiße. Hätte ich jetzt noch Holz übrig, könnte ich mir ja eine Truhe basteln. Die Musik ist auch super gerade. So, was wollte ich machen? Ich wollte Spitzhacken machen. So, dahin. Und dahin und dahin und weg damit. Die Flints braucht doch eh keiner. So, das Grün, natürlich hätte ich das auch mit der Spitzhacke machen können, habe ich ja gesagt. Das kann ich mit der Silkcut-Spitzhacke machen. Erwähnte ich ja schon im Let's Play. Aber ganz ehrlich, wir müssen sowieso noch ein bisschen hier unten bauen. Da kann ich es auch wachsen lassen. Huch. So, komm, ich mache hier noch ein paar Verbindungsstellen. Dann kann das hier, kann sich schön ausbreiten alles. Und eigentlich kann ich das ja dann wieder wegmachen. Oder ich lasse das erstmal. Nee, Mist. Ach, egal. Komm, mache ich später. So, haben wir das. So. Ah ja, ich muss ja hier eh in die Tiefe noch gehen. Ich muss ja hier wieder alles aus Cobblestone machen. La 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 la. Naja, jedenfalls, ich war gerade stehen geblieben bei Weihnachten. Ich komme immer wieder vom Thema ab. Ich mag es ja so ein bisschen traditioneller. Ich bin ja generell auch so dieser... Ach, allgemein bin ich ein sehr harmonischer Typ, glaube ich. Kann ich mal sagen. Oh, das Lied! Der Hüftknochen hängt am Beinknochen. Der Beinknochen hängt am Armknochen. Der Armknochen hängt am Fußknochen. Und das ist unser Lied. Schubbede bieb, bieb, buben, biebau. Der Fußknochen hängt an... Ach nee, noch nicht, aber jetzt! Der Fußknochen hängt am Armknochen. Der Armknochen der hängt am Beckenknochen. Der Beckenknochen hängt am Arschknochen. Und das ist unser Lied. Das ist das Lied. Ja, 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 ja. Ach Mensch, das ist nämlich immer so schön an Monkey Island. So, ich überlege gerade, müssen wir noch weiter in die Tiefe? Wir haben hier eigentlich 4. Das reicht, aber ich würde gerne noch Zugänge. Ich würde gerne noch einen Außenrumgang machen, sozusagen. So, dass wir da auch hinkommen. Ach ja. So. Nein, LeChuck! Guybrush.